Die neue Normalität haben sich unsere Politiker und Eliten sicherlich anders vorgestellt. So als eine Art neue Hierarchie von oben nach unten. Aber wer aufmerksam verfolgt hat, wie sich das Internet entwickelt hat, in die Breite, nach unten, jeder kann mitmachen. Der hat auch ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, dass wir schon so eine Art basisdemokratische Kommunikation inzwischen haben, die durchaus in der Lage ist, an den Qualitätsmedien vorbeizudiskutieren. Und das aus gutem Grund, weil in den Qualitätsmedien zurzeit ja keine Qualität stattfindet. Keine Qualität in den Qualitätsmedien hat. Sie haben richtig gehört. So sieht's aus. Die Pressefreiheit scheint nicht stattzufinden. Die Informationsfreiheit scheint nicht stattzufinden. Die Meinungsfreiheit scheint nicht stattzufinden. Pressefreiheit, Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit. Was findet man stattdessen? Weiterhin Ausgrenzung von Menschen hier bei uns im Land. Da gibt es Reichsbürger. Kennen Sie einen Reichsbürger? Lohnt sich es darüber überhaupt zu reden? Ist das die Mehrheit, mit der wir hier diskutieren? Sind das Ihre Freunde? Sind das Ihre Eltern? Sind das Ihre Kinder? Diese Reichsbürger? Und dieser Spuk da am Reichstag war auch nur eine Inszenierung. Und der gehörte noch nicht mal zur Querdenken-Demo dazu. Und das erfährt man alles in dieser basisdemokratischen Diskussion in den sozialen Netzwerken. Das sind keine Fake News. Das ist die Wahrheit. Die Fake News finden Sie in den Qualitätsmedien. Falsche Teilnehmerzahlen, falsche Angaben zu Teilnehmern. Langsam öffnet sich die Diskussion. Einige Journalisten, die in Zukunft auch noch dabei sein wollen, die ernst genommen werden wollen, die vielleicht auch schon ein bisschen Angst haben vor den kritischen Fragen, die bald auf sie zurollen, fangen jetzt auch mal an, unsere Fragen zu stellen. Warum werden diese Maßnahmen fortgesetzt, obwohl wir seit Monaten hier keine Gefahr mehr um uns herum sehen? Warum arbeitet das RKI auf so eine lausige Art und Weise, die wirklich keiner Wissenschaft standhält? Die Art und Weise, wie getestet wird, die verwendeten Tests, die Darstellung der Ergebnisse, es ist grausam, schlecht, miserabelst. Das übersteht nicht die ersten beiden Semester im Studium. Nein, tut's nicht. Ja? Es ist so peinlich, dass jetzt sogar schon Herr Drosten und Herr Lauterbach, die das Ganze eigentlich stützen sollten, diesen Herrschaften in den Rücken fallen und sagen, peinlich, wir haben es überzogen. Die Leute merken langsam, was da gespielt wird. Stimmt. Also, liebe Qualitätsmedien, nimmt das doch mal wieder ernst. Wir haben Pressefreiheit, wir haben Informationsfreiheit, wir haben Meinungsfreiheit und dazu gehört insbesondere das Stellen kritischer Fragen und natürlich auch das Liefern dieser Antworten. Ja? Also, die neue Normalität ist aus meiner Sicht, dass diese Eliten sich ab sofort kritischen Fragen aller Bürger zu stellen haben. Und wenn das nicht geschieht, dann wird etwas passieren, was jetzt auch schon sichtbar ist. Massiver Vertrauensverlust in die Eliten. Aus den Qualitätsmedien wird ein
eine Staatspresse, die zu vernachlässigen ist, die man nicht mal mehr aufschlägt, wenn man sich nicht ängstigen und gruseln will, vor lauter schlechten, schlecht recherchierten und schlecht geschriebenen Fake News schützen möchte. Genau. Ich fühle mich jetzt sehr gut, dass ich jetzt so ungefähr 4 Wochen lang keinen Fernseher mehr eingeschaltet habe und mir diese dummen Kommentare erspart geblieben sind, die ich mir da sonst angucken muss. Alles Wichtige kriege ich auch in einer Zusammenfassung irgendwo in der Mediathek oder auf YouTube kommentiert von guten Bekannten und Verwandten und Freunden und Mitstreitern. Das Fernsehgerät brauchen wir nicht mehr. Das haben sie abserviert. Das ist auch neue Normalität. Massives Misstrauen gegen den Quatsch, der da erzählt wird. Zu Recht. Die neue Normalität sind wir. Die Basis. Die Leute, die umgehen können mit der neuen digitalen Welt und die sie für ihre Zwecke nutzen. Zum Stellen von Fragen. Und ich hoffe, wir kriegen bald Antworten.